Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zurück zu zweiten Teil von Pupu. Bevor wir aber loslegen, möchte ich mich jetzt erstmal bei euch zum Teil entschuldigen. Auf dem anderen Teil natürlich nicht entschuldigen, weil es ist ja im Endeffekt mein Privatleben. Dass ein wenig Videos hochgeladen sind. Aber momentan sind Black Fairy und meine Wenigkeit noch an Day of the Tentacle dran. Wir werden aber auch bis 2027 wahrscheinlich dran sitzen. Und 2026 ist unser Ziel. Unser Ziel ist der 2026. Das ist unser Ziel, da wollen wir eventuell fertig werden, weil da ist das Programm quasi. Also die Version, die ich habe, wurde da gedingenskirchenst veröffentlicht. Dann arbeite ich selbst noch an dem eigenen Projekt und das ist Lost in Time, das PC-Spiel Lost in Time aus dem Jahre 1993 von Cocktailvision wird momentan auf das Tales from Fetch Adventure System übergesetzt und ja, ich freue mich schon drauf, dass es dann bald fertig ist, wenn es fertig ist. Da warten wir noch. Gut, aber momentan sind wir nicht dazu, wir sind hier und ich schnappe mir den Joystick und dann würde ich sagen, hier, mach mal Platz da, dass ich den Joystick hier machen kann. So. Wir werden Continue machen. So, das Passwort war Aqua. Wo wir waren, das war Level 11. Das weiß ich noch, ich habe nämlich schon ein Video nachgeguckt. Return. Okay, ich muss also natürlich Return drücken, ein ganz klarer Fall. Ja, wird natürlich noch ein Part kommen. Eye of the Beholder, das ist versprochen. Es tut mir halt leid, dass momentan wirklich so wenig Videos rauskommen. Ich sag mal so, da die liebe Black Fairy momentan ein bisschen beschäftigt ist, kümmere ich mich momentan dann ein bisschen mehr um die Videos. Und ich freue mich schon auf die RetroCon am 9. November. So, jetzt gucken wir mal, wie wir dieses Level hier lösen. Power Up, wir haben von jedem Dingern haben wir 3. Ich muss viel trinken. Ich habe ein Blutdruckproblem. Ich habe gestern von der Arbeit zusammengebrochen. Herzrasen, Herzstolpern. Bin zum Arzt. Natürlich hat der am EKG nichts gefunden. Aber ich hatte einen Blutdruck gehabt von 195 zu 110. Aber ich so, die Ärztin mich anguckt, die das EKG an und sagt, also ganz ehrlich, ihr Blutdruck ist total gegen den Wert ihres. Sie haben einen komplett ruhigen Herzschlag. Gleichmäßigen, ruhigen Herzschlag. Haben aber einen Blutdruck, als ob ich im Marathon rennen würde. Ja, wie gesagt, ich habe einen Arbeitskollegen, der regt mich immer. Habe ich heute Morgen meinem Arbeitskollegen erzählt, der hat mich dann gestachtelt. Naja. Gut, wie fangen wir das Ding am besten an? Also, wir haben. Ich glaube, ich könnte es eventuell lösen. Ich aber. Ja, das könnte ich lösen. Den hier. Den setzen wir zuerst mal dahin, dass die drei verschwinden. Dann rückt alles andere nach. So. Haben wir eine ganze Menge jetzt schon nachgerückt. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem. Da. Aber das heißt, ein Problem ist es eigentlich nicht. Das setzen wir hier runter. Und den setzen wir einfach oben drauf. Dann ist der auch weg. Dann würde ich glatt behaupten, können wir hier jetzt die Grünen entfernen. So, dann machen wir Folgendes. Und zwar machen wir die beiden hier weg. Und bevor wir den oberen hier runter machen, würde ich sagen, den setzen wir um eins rüber, damit wir eine Dreierreihe rauskriegen. Und damit ist das Level auch erledigt. Wir machen wieder 10 Level, wie vorher auch. Well done. Ja, das ist die Bärensinn-Werbung, ne? Ja, ich habe schon gesagt, begonnen die Bärensinn-Werbung. Das ist in den Kommentaren geschrieben worden. Ich bin nicht da. Das habe ich gehört, ja. Loading Data. Ja, und
Eye of the Beholder wird auch noch kommen, versprochen. Und morgen kommt ein Livestream. Wir machen weiter mit Lagoon. Ich versuche jetzt endlich doch diesen Boss zu legen. Das ist ja Wahnsinn. Der Boss, der muss doch irgendwann legbar sein. Denke ich. Den können wir legen. Den Boss können wir legen. Ich weiß noch nicht wie, aber wir legen den. Ich bin ja jetzt nicht sicher, ob das jetzt so lang, ob das jetzt nicht zu lange dauert mit dem Laden der Daten. Doch. Gut. Frag mich nur warum. So, probieren wir es erneut. Also. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt funktioniert. Jetzt hat er es gemacht, warum er es eben nicht geladen hat. Weiß ich nicht, da hat er sich aufgehangen. Aber das hat sich jetzt alles erledigt. Gut, wir sind in Level 12, da machen wir weiter. Ring, für den Fall, dass ich... schreibe ich mir auf, für den Fall, dass ich hier irgendwie abkacke. Schreibe ich mir das Passwort auf. Wenn ich das Problem nochmal habe. So, Ring habe ich mir aufgeschrieben. Wir machen weiter. Wie sieht die ganze Schose aus? Das ist eigentlich, würde ich sagen, ganz einfach. Aber das war ja eigentlich scheiße. Was ich... Überall drei, außer die oberen. Wie kriege ich das? Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, oder? Habe ich da was übersehen? Den Ring kann ich ja nicht. Wie können wir den Ring nicht ins Feuer werfen? Das ist ja Quatsch. So. Machen aber was anderes, würde ich sagen. Den setzen wir mal dahin, das versuchen wir mal. Und den versuchen wir mal dahin. Dann machen wir den dahin. Das sieht nach einem Plan aus. Ich glaube, ich weiß, wie es machen. Den machen wir dahin. So, wie kriegen wir jetzt aber den Bums hier rüber? Das ist eigentlich ganz einfach. Den daher. Den daher. Und den dann daher. Leute, mal ganz ehrlich. Gegner! Was habe ich gerade gesagt? Das ging... Ah. Ja. Tja. Ich würde glatt behaupten, doch ein Gegner. Hier Resultaten. Das... Ich habe einen Fehler gebaut. Also, weil ich hätte das da darüber, das ging, aber es muss auch anders gehen. Wir können ja springen, können wir nicht. So. Die beiden müssen runter. Da kommen wir nicht dran vorbei. Oh, ich muss meinen Joystick mal austauschen. So. Also, wenn. Hier jetzt machen wir das jetzt. Also, wir haben that's all. Da. Ja, aber wenn ich den jetzt hier runterballern lasse. Dann der hier ist. Und den hier runterballern lassen, der hier ist. Ich dann den hier rüber, dann sind die drei weg. Ah. Ich glaube, ich weiß, womit ich arbeiten kann.
So. So, und den bauen wir dahin. Doch, den können wir direkt durchreichen. So, und dann können wir den hier ganz genüsslich runterplumpsen lassen. Dann ist das auch erledigt. Yeah! War doch eigentlich ganz einfach. Ich weiß gar nicht, was ihr habt hier. Das war doch Hallo mit euch. So, Lodi Dada. Das scheint jetzt zu funktionieren. Also einmal scheint er immer ein Problem zu haben, die Daten nachzuladen. Dann aber beim zweiten Mal funktioniert es. So, wie kriegen wir das denn jetzt raus? Get ready. Also. Pass auf, wenn ich das jetzt hier hin mache, das dürfte eigentlich relativ einfach sein. Und zwar so, genau. Genau, so machen wir das. Dann haben wir das hier durch. Genau. Und dann sind wir eigentlich hier schon relativ easy. Das war eigentlich ein ganz einfaches Level, finde ich ganz gut. War einfach, war okay. Ich hab mir das gar nicht aufgeschrieben. War jetzt blöd. Ich habe mir das Level jetzt nicht aufgeschrieben. Egal. Aber scheinbar funktioniert das ja mit den Datenladen jetzt. Ich muss das Maul halten, sonst ja, habe ich ein Problem. Aber irgendwann funktioniert es nicht mehr. Was ist das Passwort von diesem Level? Das ist Beta. Dann schauen wir mal. Wir haben zwei davon, drei davon. Au. Funktioniert das? Ich hoffe, das funktioniert. Gut. Machen wir den nämlich darüber. Den nehme ich. Den darüber. Fast einen falschen Fehler gemacht. Fast einen falschen Fehler gemacht. Ich bin so glücklich, dass ich das korrigieren konnte. Und dann können wir eigentlich die hier abfrühstücken und natürlich ganz klarer Fall hier oben das abnuspern. Ja, ich weiß, ich habe verkehrt gedrückt. Sag doch Schälerhund zu mir. So, habe ich den Level 14, das geht eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie ich. Ja, ich habe hier tierischen Spaß. Passwort aufschreiben für den Fall, dass danach das Laden. Ich muss immer gucken, dass sie. What the fuck? Alter. Ist das Alter? Sag mal, was heißt Alter? So. Also, zuerst den Ring weg. Ah. Wir haben ein klitzekleines Problem. Haben wir ein Problem? Wir haben keine Probleme. Ist das in Ordnung? So, dann ist es eigentlich, denke ich mal, easy going. Und zwar. Habe ich gerade gesagt? Man lernt das Maul zu halten. Eisentrick. Was? Ach, du. Shit, fast was. Nee, warte. Es ist lösbar. Es ist lösbar. Weil wegen da.
Genau, das habe ich mir nämlich gerade gedacht. So, Bums, Bums. Machen wir hier. Bums, Bums, Bums. Dann machen wir hier. Kriege natürlich die anderen jetzt hier nicht weg, ne? Hier. Nee. Ach, ist das. War jetzt gar nichts. Start. Das Problem ist, das Herz muss darüber. Jetzt wird's, ich glaube, ich warte mal, könnten. So. Komme ich aber nicht an die roten ran. Samara? Zack. So, wenn ich dann das hier mache. So, dann kann ich zwar das hier wieder hier rüberbringen, das ist das kleinste Problem. Was da geht? No. Ja, Restart. Jetzt sehe ich das Kniffen. Das Problem ist jetzt, oh Gott, wir haben es wirklich, hier haben wir ein kniffliges Rätsel. Hier haben wir eine knifflige Wurst. Pass auf. Weil, wenn ich die vier hier wegmache, ist bestimmt ganz einfach. Ich krieg's nur nicht geregelt. Sekunde. Keep it. So, und das Problem ist, ich kann aber hier nicht tauschen. Kann ich aber auch nicht. So, und das Herz kann ich aber auch jetzt nicht hier lang frühstücken. Das ist so einfach, habe ich einfach nur blöd gedacht. Nee, weil ich aber. Folgendes Problem haben. Das hier. Ah. Bin das jetzt. Der Papa hat unheimlich geschlafen. Der hat sehr tief geschlafen, der Papa. Also,
Manchmal zweifle ich, ich meine, es ist so offensichtlich, aber ja, es ist sehr offensichtlich, aber wie gesagt, sage mal so schön, die Intelligenz jagt mich, aber ich bin definitiv schneller. Dann machen wir nämlich das hier rüber. Nein, da sollte der Joystick eigentlich gar nicht hin. Und da soll der Joystick hin. Dann machen wir einmal den hier. Den hier. Haben wir es gelöst. Also ich habe mich echt dumm dran gestellt. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe mich richtig dumm dran gestellt. Es war eigentlich machbar. Black Fairy sagt immer zu mir, wir denken zu kompliziert. Wie das Passwort hier ist. Wird das Level nicht schon einmal? ECLP. ECL. Sollte ich das falsch aufgeschrieben haben? Wie gesagt, es ist momentan schlecht zu sehen wegen meinem Grabber. Mein Grabber, hallo. Schatten, mein Grabber ist wieder dran schuld. Wollte es nur gesagt haben. So, pass mal auf. Oder? Ich sehe auch schon wieder ein Problem, wo eigentlich keins ist. Wie ist es eigentlich? Wir machen zuerst das da weg. Dann machen wir das weg. So, dann haben wir das Problem. Also, Striche, dass ich dann mit diesen hier nicht klarkomme, weil wenn ich das hier runter mache, sind die beiden weg. Ich habe es dann verloren. Also, Start. Ich muss das Ganze so bauen. Das riecht. Bauen. Das Problem, wenn ich das jetzt wegmache, fällt das von oben runter, dann ist das. Genau. Das Problem nochmal. Also. So, wenn ich aber den da runter setze, daher setze, auch schon. Meister? Ja, Level 16 hat sich. Wir haben ja noch ein paar Level vor uns.
Weil ich dann schon. Ich denke bestimmt wieder zu kompliziert. Ich muss weiter mal überlegen. Entschuldigung, dass ich ruhig. Wenn ich. Da ja. In daher. Da. Müssten eigentlich jetzt nur darüber kriegen. Eigentlich jetzt nur da hinkriegen. Oder? Was ist? Einer von den beiden muss ja ins. So, wenn ich jetzt den daher. Den daher. Auch schon. Mann! Es muss doch machbar sein. Wenn die Levels sind lösbar, ich weiß es. Level sind. Bestimmt noch mal ganz einfach und ich habe es noch mal nicht geschafft. Reiß ab, erhebe die. Anfangen wir. Problem ist, wenn ich das drin wegziehe. Obere wegziehen. Bin ich blöd. Anschmalter. Was ich noch nicht gemacht habe. Ulleich. Sag das, ich denke zu kompliziert. Das Ergebnis ist eigentlich ganz einfach, aber ich habe zu kompliziert gedacht. So, wir sind in Level 17, wir haben nicht mehr viel, Leute. Versprochen.
Unlösbar? Orbt. O-R-B. Ich denke mal, dass es so heißt. Unlösbar? Es sind 6. Das heißt nein. Scheiße, ich war zu früh. Die Idee war schon gut, aber ich habe den falschen Block benutzt. Ich habe wirklich den falschen. Zwar wollte ich eigentlich das Ganze in der Zweierreihe lösen. Zwar so. So. Das war lösbar und das war auch eigentlich einfach. Ich habe nur mit dem falschen Block gestartet. Aber ansonsten alles gut. Ich weiß, ich krieg gleich irgendwann Copyright-Verletzungen. So. Go again. Here we go again. Das Axis. Übrigens, Axis war damals in den 80er Jahren eine sehr große Spielevertriebsfirma. Die haben eine ganze Menge Spiele, Text Adventure und sonst irgendwas rausgehauen. Axis. Soweit ich mich erinnern kann. So, das sind 3 und das sind auch 3. Jetzt wird es lustig. Jetzt wird es echt. Außer das, das sind 2. Das heißt, es ist hier egal. So. Dann fällt das. Problem ist, das fällt. Ich mache das. Daher. Das. An. Daher. Da. Choco Crossi. Wir sind in Level 18, Leute. Ich sag mir, manchmal stelle ich mich echt doof dran. Das kriege ich jetzt gerade so nebenbei mit. Ich habe jetzt schon Panik gekriegt hier. Mein Laufwerk hat sich gar nicht mehr gemeldet. So. So close. Es sind 4 bei 4, also es ist machbar in einer Zweierreihe. So, wir fangen zuerst mal an, würde ich jetzt glatt behaupten, die hier zu entfernen. Dann entfernen wir diese beiden hier. Damit ich dann quasi noch an den da dran komme. So. Und dann daher, damit ich nachher den da oben, ja, den holen wir als letztes. Mit dem gehen wir quasi, wir gehen hier rüber. So. Wie gesagt, die Level sind an sich recht einfach. Ich habe mich nur an manchen Level saublöd drangestellt. Ich geh da nicht. Level 90, wir kommen also jetzt ins 20. Level, Leute. Wir kommen ans letzte Level. Und freue mich schon. Denn nach diesem Level sind wir da 10 Level weiter und wir kriegen ein neues Nacktbild. Alter, hier pornografische Inhalte. Level 20. Level 20 ist Quas. Quas. Ach. So, machen wir das am besten. Also. Schlimmsten. Dass wir was am besten machen. Wir müssen zuerst, ganz wichtig, die beiden da oben darunter kriegen.
Nee, müssen wir nicht, das ist Quatsch, was ich gerade. Das ist Blödsinn! Vom Feinsten! Erst müssen wir das hier wegmachen. So. Dann müssen wir. Bullfrog, wir fangen wieder von vorne an. Ich habe nämlich Scheiße gebaut. Wir haben Scheiße gebaut, haben wir. Wir haben Scheiße, den habe ich gebaut. Ich habe Scheiße. So. Aber Scheiße habe ich gebaut. Ich muss nämlich so anders bauen. Ja, ich muss ja die Brücke bauen. Die Brücke baue ich nämlich anders. Die Brücke baue ich nämlich den da. Zack. Und dann weiter. Dann darüber. Dann machen wir erstmal das Herz. Und zwar machen wir das Herz erstmal aus der Schusslinie, dass wir damit anfangen können. Damit ist was weg. Und jetzt machen, füllen wir das Loch einfach auf. Das ist eigentlich ganz einfach. Da brauchen wir nur drei von den Dingen des Kirschens. Der Rest von selbst. So. Dann hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Wir sind in Level 20. F. Managed Level 20. Schauen uns jetzt dieses wunderschöne. Thank you, you have completed 20 levels. Eine wunderschöne Frau. Das ist eine Traumfrau für jeden C64-User. Eine wunderschöne. Die kommt mir bekannt vor. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Wir schauen uns aber von Level 21 noch das Level, das Passwort an. Dass wir in den nächsten Videos, und ich denke, das wird nächste Woche passieren, dass wir da dann reinspringen können. So. Wir schauen uns mal das Level an, wie das aussieht. Hatten wir doch. So. Und das Passwort ist STRT. Richtig, oder? Siri. Siri ist das, glaube ich. Ich glaube, das Passwort ist Siri. So, damit werden wir demnächst weitermachen. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, Spaß gemacht. Ja, Eye of the Beholder wird in den nächsten Tagen kommen, das ist versprochen. Nur wann, kann ich noch nicht sagen. Ich sollte jetzt den Platz haben, die Zeit haben. Und danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns. Vielleicht am Samstag im Livestream wieder. Wie gesagt, wir machen Lagoon. Ich versuche endlich diesen Boss zu legen. Der muss ja irgendwie machbar sein. Und freue mich schon drauf. Und ansonsten, danke fürs Zusehen. Danke für das Abonnieren. Danke für die ganzen Kommentare. Und natürlich auch für die Leute, die meine Spiele gedownloadet haben. Danke dafür. Und danke für die ganzen Follower auf itch.io. Die auf CSK. Bis zum nächsten Mal, euer Partypartool. Bye bye.